Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute wird es einen kleinen Jahresrückblick geben. Ich zeige euch jetzt mal meine Spielzeug-Highlights aus dem Jahr 22. Gut, einige sind auch schon 21 erschienen, aber da ich sie jetzt erst 22 gekauft habe, werde ich sie jetzt mal mit in dieses Video reinnehmen. Es geht um die Highlights, was mich dieses Jahr so begeistert hat. Ich habe mal eine kleine Auswahl getroffen. Wie gesagt, das ist ganz persönlich mein Geschmack. Ja, wie gesagt, ich war dieses Jahr im Februar in der Müller-Drogerie und da fand ich auf einmal den He-Man von den Masters Origins. Ich wusste bis dahin eigentlich gar nicht, dass es jetzt so eine Origins-Serie nochmal gibt oder dass die Figuren nochmal neu aufgelegt werden. Und da war das für mich so im Februar ein ganz besonderes Highlight, dass es dann diese He-Man-Figuren wieder gab und habe ich mir die natürlich auch gleich gekauft und auch noch ein paar andere. Und natürlich ging dann auch gleich die Sammelleidenschaft wieder los, weil. Ja, als Kind habe ich eigentlich nie richtige He-Man-Figuren bekommen. Die waren, was heißt zu teuer, aber die gab es halt auch selten bei uns in der Gegend. Und ja, wir wurden dann mit anderen Figuren beschenkt, sage ich jetzt mal. Aber He-Man-Figuren waren eigentlich keine dabei. Allerdings, die Trickserie hat mir immer sehr gern angeguckt als Kinder. Und ja, und dann kam wieder so ein Kindheitsgefühl auf, als ich die He-Man-Figuren gesehen habe, vor allem noch mit der Verpackung. Und ja, das war so das Highlight von Anfang des Jahres für mich. Diese tolle He-Man-Figuren zu erstehen, sage ich jetzt mal. Mit der tollen Illustration. Auch nochmal die anderen Figuren, die es da in der Serie gab. Den Faker habe ich auch. Den Skeletor, den Fisto, die Evelyn. Den einzigen, der mir jetzt noch fehlt, ist jetzt hier dieser Merman. Aber das war auf jeden Fall erstmal ein Highlight dieses Jahr, dass meine Master-Sammlung losging und ja, dass ich die angefangen habe wieder zu sammeln. Ja, ein weiteres Highlight, auch aus der Masters-Serie, allerdings aus der Masterverse-Reihe, ist natürlich der 40 Jahre He-Man. Den habe ich mir auch gleich bestellt, als ich den im Internet gesehen habe, bei Amazon. Ja, hier mit der Masterverse-Verpackung, mit diesen Lavasteinen. Also die finde ich eigentlich noch besser als die originalen Masterverse-Verpackungen. Das geht vielleicht auch vielen so. Das Einzige, was mir halt nicht so gefällt, ist wie die Bemalung im Gesicht. Weil es sieht dann wirklich aus, als hätte er Wangenruge oder hätte er ein paar drauf gekriegt oder so. Aber sonst im Großen und Ganzen gefällt mir die Figur sehr, sehr gut. Hier auch mit dem 40 Jahre Jubiläums Logo von He-Man. Die Masters gibt es ja seit 1982. Ja. Hier nochmal das Masters Logo mit He-Man. Und hier hinten nochmal diese tolle heroische Illustration mit He-Man und Battlecat und Skeletor, der sich hier hinten versteckt. Ja, das war auch so ein Highlight, so eine Figur. Weil es war jetzt halt nicht der normale Revelation He-Man. Da hat mir ja dann doch nicht ganz so gefallen. Also er war schon toll, aber der ist halt besser, weil er halt das eher am Original He-Man angelehnt ist vom Gesicht her. Gefällt mir der sehr, sehr, sehr gut. Ja, dann gehen wir mal weiter in die Dolls-Line. Da hatten wir diesmal die Shadow High. Da hat mir jetzt vor allem die mit besonders gut gefallen. Das ist die Natasha Sima. Die hat mir halt besonders gut gefallen, weil sie halt so total in weiß gehalten ist, mit diesen hellgrauen Tönen. Und hier dieser weiße Pelzmantel und dann noch diesen grauen Rock und diese weißen Stiefel mit dem Glitzer. Hier nochmal ranhalten. Ja. Allgemein die Shadow-High-Reihe fand ich sehr, sehr schön und interessant. Es war halt mal was ganz, ganz anderes. Das gab es halt vorher noch nicht, dass es nur weiße, schwarze oder graue Puppen gab, beziehungsweise Puppen nur mit grauen Tönen. Es war halt mal wieder was ganz anderes und auch ihre Outfits sind einfach grandios und auch vom Ideenreichtum her wurde das alles sehr, sehr schön umgesetzt. Also es hat mir auch sehr gut gefallen und die Natasha Sima war halt die, die mir bis jetzt von allen am besten mitgefallen hat. Neben Luna Madison natürlich und Chanel Onyx nicht zu vergessen. Die waren auch alle ganz, ganz toll. Ja, aber. Ich habe jetzt erstmal die rausgesucht, weil sonst wird halt das Video unendlich lang. Ja, das ist die Natasha Sima aus der Shadow High Serie. Gibt es aktuell auch noch zu kaufen. Bei Smith Toy Store, Müller oder halt bei Amazon. Ja. Also es wird halt ein Video, da gibt es mehrere verschiedene Toylines. Also ich lege mich jetzt nicht nur auf ein Masters-Video fest oder Fashion Dolls, sondern es sind halt meine Favoriten vom Jahr. Ja, dann der 2000 X-Men.
Wo daraus kam, musste ich denn unbedingt haben, weil damals die Serie, die ist so etwas an mir vorbeigegangen. Die habe ich also auch nicht angeschaut und dann hatte ich die mir Anfang des Jahres dann mal bei YouTube einige Folgen angesehen und die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und ich fand es halt interessant, dass da He-Man aus der Origins-Serie dann in dem 2000er-Look gestaltet wurde und aber das Gesicht vom Original-He-Man hat. Also die Idee finde ich sehr toll. Gefällt mir sehr gut. Und auch mit den ganzen Waffen, die er mitbringt, mit diesem Schwert. Also das Schwert sieht grandios aus. Das gefällt mir fast noch besser wie das Originale. Ja, da streiten sich die Geister, aber schon von der Verzierung her und der ganzen Verarbeitung halt viel besser. Und auch mit dem silber abgesetzten Armreif und dem Gold und dem Rot und allem. Und auch der Schild. Und dass der He-Man vor allem auch mal eine andere Frisur hat, mal die kurzen Haare, das hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Ist halt mal was ganz anderes. So, als nächstes habe ich hier vom Rainbow Vision Contest. Das ist die Tiara Song, die fand ich auch einfach toll. Die ist aus der Rainbow Haze Serie. Die habe ich auch dieses Jahr erst gekauft. Die ist noch erst dieses Jahr rausgekommen. Da gibt es insgesamt 3 Stück. Das ist dann noch die Tessa Park und noch diese andere Mini. Die werde ich dann auch noch irgendwann reviewen. Vielleicht dann Anfang nächsten Jahres. Mal schauen. Ja, bei ihr gefällt mir besonders gut ihr Kostüm. Das ist halt mit den Glitzersteinen. Und auch diese Tiara, die sie hier oben drauf trägt, sagt ja auch ihr Name, Tiara Song. Und auch das ganze Make-up und das mit dem Mikrofon, dass das alles so schön hier gestaltet ist. Und ja, die Jacke, das Kostüm, auch das Wechseloutfit. Also bei ihr haben mich die Outfits überzeugt. Außer halt mit die Glitzersteinen, die gehen halt sehr leicht ab. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ja, sie hat halt sehr schöne lange Haare. Die sind so in diesen Fliederton gehalten. Die sind auch ganz weich. Also die habe ich jetzt auch noch nicht waschen müssen. Wie bei den anderen Puppen, wenn da mal so viel Gel drin ist. Bei ihr ging es eigentlich. Das habe ich so rausgebürstet und die sind eigentlich sehr schön weich. Ja, und bei ihr gefällt mir halt so der Gesamtausdruck. Die Color Range, also die ganze Farbgebung mit diesem Lila und Schwarz, also gefällt mir sehr, sehr gut. Und deshalb auch eine meiner Doll-Favoriten im Jahr 22. So, als nächstes haben wir natürlich die New Eternia Battle Armor He-Man. Ja, als ich den gesehen habe im Internet, musste ich den natürlich auch sofort haben. Das war so ein Must-Have für mich, weil ich fand das ganz toll, dass das Battle Armor-Thema nochmal aufgegriffen wurde und auch, dass der He-Man jetzt einen Bart hat. Hier sieht man es jetzt schlecht, weil die Packung etwas zerkratzt ist, aber ihr könnt gerne auch mein Video zu der Figur angucken. Also wie gesagt, zu den Figuren gibt es überall Videos auf meinem Kanal, die könnt ihr euch alles sehr gerne angucken. Ja, und das ist halt der Battle Armor He-Man in der Masterverse. Kollektion. Hier haben wir wieder das 40 Jahre He-Man-Emblem drauf. Da hat er seine Axt mit, ein Schwert, ein Schild. Dann noch diese Brustplatte zum Wechseln und dann noch Wechselhände. Hier haben wir auch noch mal das Logo. Masters of the Universe New Eternia Battle Armor He-Man. Ja, die Figur finde ich richtig klasse. Auch so vom Artwork her, vom Design. Richtig cool. Ich finde es halt auch toll, dass He-Man jetzt mal etwas älter ist und nicht immer nur so der Sunny-Boy, sag ich mal, oder der junge Kämpfer, sondern hier sieht man, dass er schon mehr Reife hat und mehr Erfahrung und dass er auch schon einige Kämpfe hinter sich hat, weil er auch diese Narbe im Gesicht hat. Ja, die Zeichnung ist auch großartig. Den Sandman habe ich übrigens auch noch. Da ist auch so ein Highlight, sag ich mal, weil er gefällt mir besser wie der aus der Origins-Serie. Der hat mich damals etwas abgeschreckt, weil er so einen komischen Gesichtsausdruck hatte. Aber bei dem, gut, hier sieht er jetzt auch etwas komisch aus, aber original mit den Flügeln und allem, auch eine ganz klasse Figur. Aber wie gesagt, dieser Battle Armor He-Man war eins meiner großen Highlights dieses Jahr. Auch der New Eternia He-Man, der Wikinger He-Man, sag ich jetzt mal, der gehört auch noch mit dazu. So, als nächstes haben wir dann natürlich Princess of Power She-Ra. Ja, die She-Ra bin ich bis jetzt immer ganz schlecht rangekommen, beziehungsweise hatte ich vorher noch gar keine, weil die Originals She-Ra, die war immer überall ausverkauft, beziehungsweise gab es die überhaupt gar nicht bei uns in der Nähe. Deshalb war ich umso glücklicher, als ich die dann erhalten habe. Als ich die im Online-Shop entdeckt habe, habe ich mir die natürlich auch gleich bestellt. Hier haben wir das 40 Jahre He-Man-Logo wieder. Dann hat sie einen Wechselumhang mit dabei. Dann noch den kurzen Umhang mit ihrem klassischen Kostüm. Und dann hat sie noch einen Wechselkopf mit dabei, wo sie die Maske unten trägt. Ja, also eine sehr, sehr schöne Figur. Dann noch dieser silberfarbene Schild mit diesem blauen Stein.
Also das ist eine sehr, sehr schöne Figur, auch von der ganzen Aufmachung her. Ein sehr luxuriöses Set, sage ich jetzt mal. Hier hat man noch die Illustration mit ihrem Einhorn. Auch von der Farbgestaltung her finde ich das richtig schön. Gefällt mir ganz, ganz gut. Ja, dann gab es noch diesen He-Man hier aus der Netflix-Serie. Den habe ich bis jetzt in der Masterverse-Serie noch gar nicht live gesehen. Den Zoodeck, den Skeletor, die Catra, die habe ich auch. Das ist auch ein kleineres Highlight, sag ich mal. Und den Hordak. Ja, wie gesagt, das ist jetzt die She-Ra aus der Masterverse-Serie. Muss mal ein bisschen umbauen hier. Ja, als nächstes kommen wir nochmal zur Rainbow High Serie. Und zwar waren das diese Divas aus der Rainbow, aus dem Rainbow Vision Contest von der Gruppe Die Divas. Da gab es noch die silberne, die habe ich noch. Und dann gibt es noch diese goldene. Und die fand ich halt ganz klasse, weil die halt so ein festliches Outfit haben. Nicht nur mal so kurze Röcke und kurze Hosen und tralala, sondern mal so ein richtig opulentes Outfit, so komplett mit Pailletten und noch so eine Pelzjacke mit dazu. Das ist jetzt die Pelzjacke vom zweiten Outfit. Und auch die ganze Farbgebung mit diesem Rosé-Gold, Gold. Dann hatte sie noch so einen Schminkkoffer mit dabei, so einen Trolley. Auch alles so in diesem Rosé-Gold gehalten. Ja, also die ist auch so ein Highlight mit von mir, gerade weil die auch so viel Zubehör mit hat, wie mit dieser Jacke. Dann das Wechseloutfit und dann hat sie auch so schöne Haare. Die musste ich allerdings erstmal waschen, weil die ziemlich voll mit Gel waren. Aber jetzt sind die ganz, ganz, ganz weich. Und auch hier der Farbschimmer, ich weiß jetzt nicht, ob man das so in der Kamera sieht, in diesen Goldreflexen. Das gefällt mir auch richtig gut. Ist auch so ein Highlight. Wie gesagt, die zwei anderen auch noch. Die goldene habe ich noch nicht, aber die silberne, die werde ich auch noch demnächst vielleicht reviewen. Muss ich mal gucken, wie ich das von der Zeit her schaffe. Aber wie gesagt, das ist noch so ein doll Highlight dieses Jahr. So, dann hatte ich noch ein Highlight für mich. Das war der Flying Fist He-Man. Der hat mir auch besonders gut gefallen, denn die Rüstung hat mich halt so angesprochen, weil die halt nicht nur so grau war wie Silber, also nicht das Silber andeuten soll, weil die wirklich so verchromt ist, auch das Haar mit dem Gold. Komplett die Rüstung hat mich sehr, sehr angesprochen. Und auch, dass er dieses Action-Tool hat mit deinen Armen, die er dann so bewegen kann, wenn man die Hüfte dreht. Und dass er dann auch noch diese Waffen mit dazu hat und diesen Schild, der sich so dreht. Und dann halt noch so einen heroischen Wechselkopf. Hat mir halt auch sehr, sehr gut gefallen. Und noch mit dem Schwert und allem drum und dran. Also das fand ich schon eine richtig geile Figur. Hat mir richtig gut gefallen und darf natürlich auch nicht in der Sammlung fehlen. War auch so eins meiner Highlights. Ja, und dann hatten wir noch was von der Shadow High. Die ist auch von diesem Rainbow Vision Song Contest. Das war von den Neo Shadows von dieser Band. Die Harley Limes Team oder wie sie hieß. Limestone. Harley Limestone. Ja, die fand ich halt richtig cool. Gerade mit diesen grünen Haaren und diesen Kettohren, die sie da oben hat. Und auch mit diesem Make-up. Und natürlich diesen Fellmantel finde ich auch besonders toll. Mit diesen ganzen Stickereien, die da so drauf sind. Ja, das finde ich richtig cool. So ein richtig massiver Mantel. Da ist er auch innen abgefüttert. Also die war auch so ein Highlight. Die musste ich auch unbedingt haben, wo ich die gesehen habe. Dann noch mit dieser Hose und mit diesen schönen Schuhen, die dann noch so zum Schnüren waren und allem drum und dran. Ja. Also von den Rainbow High und Shadow High Puppen, da gab es diesmal sehr viele Highlights für mich. Auch von den He-Man-Figuren. Also das Jahr 2022 war ein sehr gutes Jahr im Spielzeugbereich bzw. Doll-Bereich und auch im Actionfigurenbereich, was ich halt so sammle. Ja, die war auf jeden Fall auch noch ein Highlight in meiner Sammlung. Ja, dann gab es natürlich auch noch den New Eternia Skeletor. Den fand ich auch richtig cool, vor allem, dass er mal ein anderes Gesichtsmodell hatte, und zwar mit diesem Bart. Ja. Das Kostüm fand ich auch cool mit diesem Umhang und so. Allerdings war halt das schlecht gelöst, dass man dann einfach nur so drüber hängen konnte. Und da dann beim Spielen halt einfach so abgeht, das fand ich jetzt nicht ganz so prima gelöst, aber trotzdem für mich ein sehr großes Highlight, diese Figur. Auch mit diesem Wechselkopf, da sah halt auch richtig gemein und fies aus. Hat mir gut gefallen. Ja, auch mit diesem riesen Schwert, das er auch mitbringt. Auch diese Illustration von ihm finde ich richtig klasse. Auch nochmal. Ja, es ist halt mal was Neues. Skeletor mit Bart.
Und auch so das ganze Thema, das Barbarien-Thema, so dieser Wikinger-He-Man, dieser wilde Skeletor und so, das hat halt nochmal etwas raueres als jetzt, sag ich jetzt mal, die normale He-Man-Serie. Und dann hatte ich noch von McFarlane Toys, ich weiß nicht, ob die jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, aber ich habe sie mir jetzt dieses Jahr gekauft vom Goldlabel. Das war diese Wonder Woman. Die finde ich auch richtig klasse mit ihrem kompletten Outfit, dass das so mit Rot und Gold und Silber alles abgesetzt ist und auch diese Stiefel und auch so der Detailreichtum von der ganzen Bemalung her. Ein ganzes Kostüm, sowas hat man ja noch gar nicht großartig jetzt so als Actionfigur gesehen, zumindest bei Wonder Woman nicht. Dann noch dieser tolle Schild, den sie mit dabei hat. Das Lasso der Wahrheit und Highlight war auch dieses Schwert. Also die hat mir besonders gut gefallen. Hinten haben wir dann nochmal eine Illustration von ihr drauf. Ja. Ja, Leute. Das waren jetzt so meine Highlights vom Jahr 22. Was so das Spielzeug anging, die Puppen und die Actionfiguren, die ich alles so sammle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und jetzt bleibt mir nicht weiter zu sagen, als euch frohe Weihnachten zu wünschen, denn morgen ist Heiligabend. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!